Ja, herzlich willkommen euch beiden. Wir wollen mit euch diskutieren. Wir wollen zunächst mal euch die Gelegenheit geben, auf unsere kleinen Inputs zu reagieren. Aber ich möchte es ein bisschen konkreter machen. Liebe Rasha, du bist in Dresden aufgewachsen, als Tochter aus Syrien eingewanderter Eltern, die in die DDR schon eingewandert sind. Und du bist jetzt seit 2021 im Bundestag. Mich würde interessieren, wo begegnet dir denn Geschichte, Parteigeschichte, vor allem in deinem konkreten politischen Alltag? Ja, erstmal wow, was für ein Setting. Es ist ganz toll, hier sein zu dürfen. Ich habe von meinen Eltern ganz viel mitbekommen, wenn es darum geht, sich um die Mitmenschen zu engagieren und darauf zu schauen, welche Gruppen in dieser Gesellschaft denn ja, zu viele Ungerechtigkeiten einfach erfahren in ihrem Leben, und darauf fußt auch so ein bisschen mein politisches Engagement. Und jetzt gerade verhandeln wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Deutschen Bundestag, sind im parlamentarischen Prozess, und da kommen natürlich immer wieder die konservativen und rechten Stimmen, die versuchen, migrantisches Leben unsichtbar zu machen und eben auch, naja, das so ein bisschen aufs Abstellgleis zu stellen. Das ist alles gar nicht so wichtig, das brauchen wir alles nicht, obwohl das immer schon zur Geschichte dieses Landes gehört hat. Und die SPD auch immer, wie soll ich sagen, mutig genug war, alle Menschen aus allen marginalisierten Gruppen wirklich auch mitzunehmen. Wir hatten immer schon eine Stimme in der SPD, und diese Menschen haben diese Partei auch immer schon mitgeprägt, auch programmatisch. Und ich finde das so bemerkenswert, dass, also wenn man in die Geschichte dieser Partei schaut und die Kämpfe, die sie ausgefochten hat, wie sie auf einer bestimmten Ebene immer noch weiterführen. Und es ist bemerkenswert, dass die Debatten, die wir jetzt führen, naja, eigentlich schon sehr lange geführt werden und wir eigentlich da auch in der Tradition stehen, weil wir da standhaft bleiben, wenn es um unsere Grundwerte geht. Und ich will ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was Menschen Respekt entgegenbringt, was sie zu mehr Freiheit auch befähigt und in einem demokratischen Land sich eine Perspektive aufzubauen. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Aber es begegnet mir wirklich regelmäßig, auch jetzt gerade bei uns in Sachsen, ganz aktueller Fall. Lars hat sich da auch schon mit auseinandergesetzt. Die Familie Pham Nguyen in Chemnitz. Herr Pham ist seit 37 Jahren in Deutschland, in Chemnitz. Er ist länger in Chemnitz, als ich auf der Welt bin. No, und wird jetzt schikaniert von der Ausländerbehörde in Chemnitz, aber auch vom sächsischen Innenministerium. Die Härtefallkommission hat kein Interesse daran, diese Familie auch wirklich zu Hause zu lassen. Der Mann hat eine 6-jährige Tochter, kennt nichts anderes außer Deutschland und soll jetzt das Land verlassen, weil sonst eine Abschiebung droht. Also das ist wirklich Wahnsinn, dass wir 2023 immer noch solche Debatten führen müssen und Menschen, die als Vertragsarbeiter zu uns gekommen sind. Ja, also Herr Pham wurde abgeworben, dass er in die DDR kommt und dort den Wohlstand mit aufbaut, und jetzt wird ihm hintenrum ein Strick draus gedreht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel zu lernen aus der Geschichte, nicht nur der SPD, sondern auch generell der Bundesrepublik, und ich glaube, wir sind auch die Richtigen an der Stelle, wenn es darum geht, es besser zu machen. Lieber Lars, das Besondere an einer Veranstaltung der SPD ist sicherlich auch, dass der Parteivorsitzende, wenn er im Raum ist, als Fünfter zu Wort kommt. Das gibt es, glaube ich, auch nicht häufig. Aber welche Rolle spielen 160 Jahre Sozialdemokratie im Alltag eines Parteivorsitzenden? Hat man dann die Bücher mit den Reden und Texten der großen Vorsitzenden der letzten 16 Jahrzehnte in der Schrankwand stehen und greift da regelmäßig rein und sucht sich da Orientierung? Oder sozusagen, wann und in welcher Form begegnet dir Geschichte der Partei? Also erstmal vielen Dank an euch beide, dass auch im Namen von Saskia will ich das sagen, dass ihr unsere 160-Jahr-Feier jetzt über die 3 Tage bereichert durch diese Veranstaltung. Wolfgang, auch an dich ein großer Dank, dass das hier heute Abend alles im Willy-Brandt-Haus stattfindet, und freue mich natürlich umso mehr, dass ich zu Wort komme, und egal ob als 5., 6. oder 7., aber das Thema ist ja ein ganz wichtiges, lieber Carsten. Tja, und wie ist das im Alltag eines Parteivorsitzenden? Ich gebe zu, als Saskia und ich gewählt wurden im Dezember 21, hätten wir uns vornehmen können, wir lesen jeden Tag in den historischen Büchern und ziehen da viel Kraft raus. Die Zeit hat es nicht immer zugelassen in den letzten 1,5 Jahren, weil doch die tagesaktuellen Dinge sich so überschlagen haben. Aber ich glaube, und Saskia wird das bestätigen können, am Ende ist es ja genau das, dass wir in ganz vielen tagesaktuellen Situationen, die wir gerade haben, wir viel Kraft auch aus der Vergangenheit
und der Geschichte unserer Partei ziehen können. Ich meine, wir haben hier vor ein paar Monaten gesessen, Christina hat es angesprochen, als wir über die Frage Russland diskutiert haben, als wir gemeinsam auch gesagt haben, wir verteidigen Willy Brandt gegen die, die gerade sich aufmachen, um Ostpolitik und das Erbe Willy Brandt kaputt zu machen, die auf einmal so tun, als ob Willy Brandt verantwortlich ist für die Fehlentwicklung der letzten Jahre. Wenn ich bei Willy Brandt bin, ich will es einfach mal sagen, ich sehe, wie Olaf Scholz gerade als Bundeskanzler unterwegs ist in den Ländern des globalen Südens, Lateinamerika, Asien, Afrika. Und natürlich knüpft das an eine Tradition, die auch in der Politik Willy Brandts begründet ist, nämlich der Nord-Süd-Politik. Und das war in der Tat etwas, was ich jetzt in den letzten Wochen gelesen habe, mich nochmal auch mit Willy Brandt und der Nord-Süd-Politik auseinanderzusetzen, weil ich glaube, wir brauchen dringend eine Wiederbelebung. Ich finde, Nord-Süd-Politik passt heute nicht mehr. Ich habe auch ein bisschen Probleme mit dem Begriff des globalen Südens. Mir ist noch nichts Besseres eingefallen. Aber zu sagen, da gibt es ganz viele selbstbewusste, aufstrebende Staaten, die heute alle mitreden wollen und die mitreden werden und die selbstbewusst auf die globale Bühne treten und sagen, wenn ihr nicht mit uns reden wollt, dann suchen wir uns andere Partner. Es ist doch genau richtig, dass der Bundeskanzler dahin fährt und mit denen spricht und den Kontakt sucht. Und insofern, Carsten, gibt es immer wieder diese Bezugspunkte. Und gerade natürlich, morgen werden wir hier die große Jubilarfeier haben, 160 Jahre. Und da habe ich wahnsinnigen Respekt vor. Also ich sage es, für mich auch eine große Ehre, als Parteivorsitzender diese 160 Jahre zu feiern. Es gibt keine Partei in Europa, die so alt ist. Und ich sage auch, die so erfolgreich das Leben der Menschen verbessert hat. Und da gibt es ganz viel, was wir aus unserer Geschichte ziehen können. Und mir gibt das zumindest ganz viel Kraft, auch wenn ich zugebe, dass ich nicht jeden Abend mit den Geschichtsbüchern dann sitze auf dem Sofa. Die Zeit fehlt manchmal. Aber Lars, du hast dich ja vor wenigen Tagen mit Kevin Kühnert abends über Geschichte unterhalten. Das habe ich nämlich beobachtet bei Instagram. Und da habt ihr beide auch über dieses anstehende Jubiläum gesprochen. Und du sagtest, glaube ich, sowas wie, dass dir manchmal fast ja surreal, das ist jetzt mein Wort, vorkommt, in was für große Fußstapfen man da tritt, wenn man sich sozusagen die Ahnenreihe der Vorgänger und Vorgängerinnen, Vorgängerinnen gab es jetzt, glaube ich, außer Saskia noch nicht so viele, aber die Vorgänger im Parteivorsitz anschaut. Kannst du noch was anfangen mit den so Begriffen wie Ehrfurcht, wenn es um diese Männer und auch Frauen geht? Und das meine andere Frage wäre, der Politikstil, der hat sich ja so wahnsinnig gewandelt. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, Kurt Schumacher hätte mit seinem damaligen Generalsekretär, den gab es nicht, aber abends bei Instagram für ein Millionenpublikum über den Zustand der Partei geplaudert, das können wir uns ja heute gar nicht vorstellen. Also wie hat sich deiner Meinung auch nach der Politikstil geändert und wie spielt da Geschichte mit rein? Also erstmal glaube ich, also du hast jetzt gefragt, ob diese Begrifflichkeiten wie Ehrfurcht, natürlich kann ich da was mit anfangen. Und ich meine, ich muss nur den Namen Otto Welz sagen und alle wissen sozusagen, welche Ehrfurcht man vor sozialdemokratischer Geschichte hat. Also ich sitze ja nun in diesem Reichstagsgebäude auch und ich habe ein manches Mal, Rascha, ich weiß nicht, wie dir das geht, ja, wenn man da sitzt und denkt, okay, hier haben diese Debatten stattgefunden, hier sind diese Worte gesprochen worden, hier wussten die Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion, was das bedeutet, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen, rauszugehen, zu wissen, dass man dann nicht mehr sicher ist, dass man verfolgt wird, dass man umgebracht wird, dass man gefoltert wird. Also das, ich meine, wir sitzen heute auch und führen aus unserer Sicht total wichtige Debatten und es sind wichtige Debatten auch, das darf man gar nicht kleinreden, aber diese Ehrfurcht ist da und ich werde nie zulassen, dass diese Ehrfurcht verloren geht. Ich meine, das ist ein historisches Erbe, was wir hochhalten müssen, also jeder in der SPD hat Verantwortung, finde ich, das hochzuhalten, aber wir als Vorsitzende umso mehr. Und was die Frage des politischen, also der Politik an sich, ja, natürlich wandelt sich das, das wandelt sich ständig. Und ich meine, Willy Brandt hat gesagt, auf der Höhe der Zeit zu sein und das musst du im politischen Stil auch. Und heute verändern sich Charaktere. Ich habe mal gelernt, jetzt kein Sozialdemokrat, aber Konrad Adenauer hat als Bundeskanzler noch Mittagsschlaf gemacht. Und ich weiß nicht, wer ihn kennt, aber ich habe ihn wirklich für mich eine ganz tolle Person, auch in meinem politischen Aufwachsen, weil er bei mir aus der Region kam, Karl Ravens, damals Kanzleramtschef unter Willy Brandt. Ja,
eine wirklich faszinierende Person. Ich kenne niemanden, der so viel gute Laune hatte wie Karl. Ja, und immer einen flotten Spruch drauf. Und der hat mir erzählt, weißt du, dann haben wir da mittwochs in Bonn die Sachen im Kabinett beschlossen. Und da stand am Donnerstag in der Zeitung. Und am Freitag stand in der Zeitung, wie die Opposition darauf reagiert. Und dann bin ich am Samstag zu den Genossen gefahren, in den Wahlkreis, und habe denen am Sonntag beim Stammtisch mal erzählt, was wir da in Bonn so gemacht haben. So, und heute sitzen Rascha und ich in der SPD-Bundestagsfraktion und du kannst in Echtzeit mitlesen, was wir da besprechen. Also Politik ändert sich ja auch und das macht dann, natürlich höre ich auch häufig, lese ich mal, früher hatten die noch so Leute wie Brandt und so da an der Spitze der SPD und jetzt sind da Klingbeil und Esken und so, aber kannst du auch drüber lachen, weil heute ist die Zeit anders. Und ich meine, wir haben auch dafür gesorgt, dass es einen Bundeskanzler gibt, wieder der Sozialdemokratie. Und das zeigt, so schlecht machen wir das ja gar nicht an der Spitze der SPD. Aber ich sage euch halt auch, mit dem Politikstil von Willy Brandt oder von Helmut Schmidt oder von anderen kommst du heute im Jahr 2023 vielleicht auch nicht mehr durch und das würde heute auch nicht mehr funktionieren. Insofern ist gut, dass wir so eine tolle Geschichte haben, aber es ist jetzt auch gut, dass wir andere haben und weil Rascha neben mir sitzt, will ich das mal sagen. Ich bin nach wie vor echt stolz, aber ich bin einfach stolz, ja. Das gibt ja manche Namen, die man nicht mehr sagen darf in der SPD, aber ich bin stolz drauf, wenn ich da in die Bundestagsfraktion gucke und da sitzen jetzt mittlerweile 51 junge Abgeordnete. Das ist Wahnsinn. Wir sind die jüngste und diverseste und bunt aufgestellteste Truppe da und die größte Truppe im Deutschen Bundestag. Und die werden ja noch mal ganz anders Politik machen wie wir. Und mein Wunsch ist einfach nur, dass wir, wenn wir auf der Höhe der Zeit sind, nie vergessen, was uns dahin gebracht hat. Und das sind diese 160 Jahre, über die wir gestern, heute und morgen hier reden und hoffentlich immer reden. Aber wir sind jetzt in der Aufgabe, Politik heute zu machen und für heute und für morgen zu machen. Und da darf man nicht in die Rituale der Vergangenheit zurückfallen. Wir müssen das eigenständig machen heute. Ich will da noch mal anknüpfen, Rascha. Ich weiß nicht, wie dir es geht im Umgang mit der Geschichte. Ich erinnere mich aber, als ich sozusagen angefangen habe, sagen mit der Politik, fand ich diese großen historischen Vorbilder jetzt nicht nur hilfreich, um mal ganz ehrlich zu sein, weil das natürlich auch so, also ein bisschen ist das wie bei Michael Ende mit diesem Tour, diesem Scheinriesen, der so ewig groß ist, je weiter er weg ist und viele dieser Dinge erscheinen so riesig groß, dass alles das, was man selber so macht, so vergleichsweise läppisch dagegen aussieht. Und sozusagen die Frage, was ist damals an fundamentalen Dingen verhandelt worden? Und jetzt kümmere ich mich im Kleinen auch darum bei mir in der Kommune, dass was besser wird und so. Aber wie geht dir das? Wie verbindest du das miteinander? Oder verbindet sich das überhaupt? Oder ist das vielleicht auch einfach nur, sind das die drei Willy Brandt-Anekdoten, die jeder Sozialdemokrat quasi auch nachts um 3 Uhr sozusagen reproduzieren können muss, um das Parteibuch zu rechtfertigen? Und ansonsten machen wir einfach die Politik, die es kommunal und praktisch jetzt gerade braucht. Das war eine große Frage. Also ich wüsste nicht, ob ich den Test bestehen würde, wenn du mich jetzt nachts um 3 wächst, ob ich dann 3 Zitate da bringen könnte. Aber natürlich ist es total beeindruckend, gerade als junge Sozialdemokratin, ich bin seit 2017 erst Parteimitglied und ich bin eingestiegen und war 1,5 Jahre später schon in meinem Unterbezirksvorstand, 5 Jahre später im Bundestag und bin Parteivorsitzende in Dresden im Co-Vorsitz und natürlich begleiten einen diese großen Namen und man fragt sich dann eben schon so, Mensch, wow, kannst du denn diese Tradition auf deiner kleinen Ebene, auf der du irgendwie näher wirken kannst, kannst du die weiterführen und angemessen ist es auch, ja, also ist es der Wichtigkeit des Ganzen überhaupt angemessen, was du hier alles machst und kannst du es überhaupt schaffen? Und dann gibt es immer wieder so Momente, wo ich eben da sitze und mir denke so, hey, wow, deine Eltern sind 86 aus Syrien in die DDR gekommen, die haben ein neues Leben aufgebaut, die haben hier wirklich nicht nur Glück gehabt und haben sich richtig hart erarbeitet, was sie jetzt alles haben und ich bin sehr, sehr stolz auf sie und sie haben 2 Kinder großgezogen in einem fremden Land und haben es geschafft, dass beide Kinder mit einem Abitur und einem Uni-Abschluss was aus sich machen konnten und wenn ich das sehe, was meine Eltern geschafft haben, mein großer Bruder, was ich in der Zeit, in der ich politisch aktiv bin, parteipolitisch aktiv bin, naja, schon auf meiner Habenseite habe, dann kann ich, glaube ich, auch
naja, ganz stolz darauf sein, welchen Weg ich bisher gegangen bin. Muss aber auch sagen, dass ich mit der SPD Dresden und generell mit der SPD einfach meinen Laden gefunden habe. Ich sag's mal so, wie es ist. Ja? Also es hat niemand gefragt, wo kommst du nur her und was ist denn mit dir eigentlich und so weiter, sondern es war sofort, ey Rascha, du bist cool, wir haben Lust, komm zu uns. Und das war so dieses Familiengefühl, was man auch immer, von dem man immer redet, wenn man über die SPD spricht. Und das habe ich sofort gespürt. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich toll, in der Partei Politik zu machen, in der solche Namen unterwegs waren schon. Und natürlich als Dresdnerin, Herbert Wehner ist ein Sohn Dresdens. Das Herbert-Wehner-Haus steht im Herzen Dresdens und ist natürlich ganz toll. Einmal habe ich es sogar schon geschafft, dass ich eine Rückmeldung bekommen habe nach einer Rede, wo ich ein bisschen auf die Union eingehen durfte, dass mir dann gesagt wurde, das war eine Rede, auf die Herbert Wehner stolz gewesen wäre. Und das war wirklich ein tolles Lob. Also das war echt toll. Vielleicht eine Frage, die ich an euch beide stellen würde. Lars, du bist ja auch noch immer wieder mal zu Hause in deinem Wahlkreis. Und das ist ja auch eine sehr traditionell sozialdemokratische Gegend. Nee. Ist es nicht? Nee. Okay. Dann habe ich ein sehr einheitliches Bild von Niedersachsen. Er arbeitet daran. Aber wo begegnet ihr denn Geschichte dort im kommunalen Raum? Ist das für die Parteimitglieder da wichtig, noch einen Rückbezug zur Geschichte der SPD und wenn es eben nur in diesem lokalen Raum ist, zu haben? Also einmal ganz kurz, ich komme aus Munster in der Lüneburger Heide. Heidekreis ist mein Landkreis und das war immer fest in CDU-Hand. Wir haben es einmal geschafft, 98 den Wahlkreis direkt zu gewinnen und ich habe das jetzt bei den letzten beiden Wahlen geschafft, wo ich auch sehr dankbar bin, den Wahlkreis direkt zu holen. Aber du hast halt Orte da, also deswegen muss ich jetzt einmal kurz so widersprechen. Und ich habe jetzt gerade gedacht, so das Kommunale, ich habe total bewegend, ne? Wir hatten gestern die Veranstaltung 50 Jahre ASF und ich weiß, dass eine Genossin mir vor kurzem jetzt erst erzählt hat, die ist auch schon ein bisschen älter, wie es war, als sie anfing in den 70er Jahren und kandidieren wollte für den Gemeinderat. Sie hat gesagt, dass sie bespuckt worden von den Landwirten. Eine Frau in der Politik und das geht doch nicht und so. Das ging mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf, ne, mit den Wurzeln natürlich. Und es gibt diese Orte, aber auch Bomlitz, großer Industriestandort bei mir im Wahlkreis, wo noch erzählt wird, als Willi da in den 70er Jahren mal in den Werkstoren stand. Da reden die Leute heute noch von. Also das ist die Historie auch. Aber ansonsten, klar, Gerhard Schröder auch als Ministerpräsident, der viel unterwegs war in Niedersachsen, auch im Wahlkreis, da hast du diese historischen Bezüge, aber es ist kein traditionell klassischer Ort wie das Ruhrgebiet oder andere Gebiete, wo man diese ganzen SPD-Traditionen hat oder sowas. Das haben wir leider nicht, aber kann ja noch werden. Also die SPD hat ja noch die meiste Zeit vor sich, insofern können wir daran arbeiten, dass das bei der 300-Jahr-Feier man so zurückblickt auf diese Geschichte. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich komme selbst aus einem tiefschwarzen Eifel-Wahlkreis. Rascha, aber an dich die Frage, die finde ich auch ganz wichtig. Also gestern wurde in Leipzig ja schon gefeiert, denn da wurde der ADAV gegründet, 1863. Und die ganze Region, da war mal eine Hochburg der Sozialdemokratie. Und da sind ja nun mal durch die Zeit der DDR und des Nationalsozialismus erst recht davor, sind Traditionslinien abgebrochen. Und das wissen wir alle, die SPD hat es nicht leicht in dieser Region. Wie siehst du das? Wie kann man da wieder das Ruder rumreißen? Wie erlebst du das? Also ich weiß selber durch Freunde in Sachsen, da sind viele SPD-Ortsvereine sehr jung, ja, und überraschend anders generationell aufgestellt als in manchen westdeutschen Bundesländern. Wie ist deine Erfahrung? Du hast es schon ganz richtig gesagt, es ist ein anderes Pflaster, auf dem wir unterwegs sind. Zur Einordnung, die SPD Sachsen ist kleiner als die SPD Köln. Nur, dass ihr dann die Dimensionen habt, mit denen wir da unterwegs sind. Hi, da sehe ich gleich einen Genossen aus Sachsen, super cool. Das ist natürlich, ich sage immer, Leipzig ist nicht Sachsen, was das angeht. Ja, also liebe Grüße an Burkhard Jung, sozialdemokratischer Oberbürgermeister, darauf sind wir auch sehr stolz. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in Dresden bei der Bundestagswahl bei den Zweitstimmen den ersten Platz gemacht haben. Also Dresden hat rot gewählt, auch wenn man das erstmal nicht erwarten würde. Und warum haben wir das geschafft? Wir haben Themen angesprochen, die konkret das Leben der Menschen beeinflusst haben.
die Menschen auch umgetrieben haben. Wir haben mit der Erzählung des Respekts gegenüber der Leistung von Menschen genau den Punkt getroffen, den man in Sachsen, wenn man mit Leuten spricht, wird einem immer genau das gespiegelt. Ihr habt uns vergessen nach der Wende und so weiter und so fort. Und deswegen ist es für uns als SPD total wichtig, natürlich auch einmal darauf zu schauen, was lief denn in der Wendezeit eigentlich nicht gut so und wo hätte die Politik besser aufpassen sollen. Auf der anderen Seite ist es uns aber als SPD ganz, ganz wichtig und das sehen wir jetzt gerade auch den Menschen, die da vor Ort unterwegs sind, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gerade wieder ihr Selbstbewusstsein entdecken und für ihre Rechte kämpfen, zum Glück und streiken und da auf der Straße stehen, dass wir genau dort reingehen und die Leute unterstützen. Weil das ist ja das, was die SPD macht. Wir stehen an der Seite der arbeitenden Menschen. Und wenn wir nach Sachsen schauen, dann hat das seit der Wiedervereinigung ehrlich gesagt niemand gemacht außer der SPD. So, wir hatten ganz lange eine übermächtige Union, der es komplett egal war, ob die Menschen verstanden haben, was die Politik eigentlich macht. Niemand hat den Menschen erklärt, wo es jetzt eigentlich hingeht oder sie mitgenommen. Es hieß immer, meine Schäfchen, ich mache das für euch. So, und das ist ein großes Problem, weil wir dadurch auch Politikverdrossenheit spüren. Und jetzt hast du die kommunale Ebene ja auch angesprochen. In den 90er Jahren gab es Kreisgebietsreformen, die dafür gesorgt haben, dass die kommunalen Verwaltungen immer weiter weg sich bewegten. Also wenn ich mein Auto ummelden musste, musste ich auf einmal statt 10 Minuten vielleicht 40 Minuten in Kauf nehmen, um das machen zu können. Und ich glaube, dass da auch Verwaltungsverdrossenheit entstanden ist. Und Verwaltungsverdrossenheit führt dann auch so ein bisschen zu Politikverdrossenheit. Die Leute hatten den Eindruck, der Staat hat sich immer weiter entfernt. Und deswegen sind wir als Genossinnen und Genossen vor Ort sehr leidenschaftlich dabei, wenn es darum geht, genau diesen Punkt wieder umzukehren, zu erklären, was wir machen, die Leute mitzunehmen, auf der Straße unterwegs zu sein. Und ich glaube, damit stehen wir auch ganz gut in der Tradition der Genossinnen und Genossen, die vor uns da waren. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil dieses, sagen, 160 Jahre da gewesen zu sein, heißt ja auch, dass man irgendwie für alles, was ist, schon verantwortlich ist. Ne? Also auch dafür, sozusagen, dass man dann, wie hieß das bei Asterix, das Haus, das Verrückte macht, ne? Wo sozusagen Asterix und Obelix, dass alle die herkulischen Aufgaben reingeführt werden, um ein Formular zu finden, das es nicht mehr gibt, bis ihnen dann einfällt, dann erfinden sie ein anderes Formular und sagen, das hat das ersetzt und damit bringen sie das ganze gesamte Haus völlig durcheinander. Und natürlich ist sozusagen, wenn man in diesen kafkaesken Verwaltungssituationen unterwegs ist, in Regionen, in denen die SPD lange dabei ist, sind wir das gewesen, die das gebaut haben. So, insofern müssen wir auch glaubwürdig diejenigen sein, die jetzt wissen, wie man den Laden wieder verändern kann. Und das, finde ich, ist das Entscheidende, dass wir nicht den Fehler machen, nur weil das Gefäß alt ist, zu glauben, dass der Inhalt alt ist. Sondern ein Gefäß kann man immer wieder neu befüllen. Und das ist ehrlicherweise die Aufgabe, die wir jeden Tag, wenn wir aufstehen, auch neu angehen können. Dann ist dieses Gefäß nämlich eigentlich immer erstmal wieder leer. Und dann machen wir es wieder voll mit dem, was wir gerade aktuell sozusagen zu tun haben. Und ich finde, dass das die Aufgabe ist, vor der wir im Moment wieder mal, finde ich, ganz besonders stehen. Du hast es angesprochen, Lars, mit der Frage, wie sieht eigentlich Außenpolitik für uns heute aus? Wie nehmen wir das, was in der Entspannungspolitik erarbeitet worden ist, ernst? Um daraus in einer veränderten Situation neue Schlüsse zu ziehen, ohne das zu negieren, was wir aber in der Vergangenheit an Richtigen getan haben. Und ich glaube, dass das die Aufgaben sind, vor denen wir immer wieder neu stehen müssen als Partei, wenn wir tatsächlich die 320 auch feiern wollen. Und davon gehen wir ja alle ganz fest aus. Was machen wir denn, damit wir das erreichen, die 320 zu feiern, Lars? Wie viel Zeit habe ich? Also noch 10 Minuten, dann fängt Volker da hinten an zu hampeln, hat er versprochen. Nein, also wir werden morgen ja ein bisschen auch Antworten geben. Ne? Wir wollen morgen 160 Jahre feiern, aber der Anspruch ist eben doch nach vorne zu blicken. Ich kann jetzt kein Patentrezept hinlegen, aber also wie viele Abgesänge auf die Sozialdemokratie haben wir in 160 Jahren erlebt? So, ja, und am Ende, manchmal sind wir vielleicht nicht die schrillste und lauteste Partei, aber wir haben es immer geschafft, Brücken zu bauen in dieser Gesellschaft. Und das hat am Ende dazu geführt, dass viele, viele Menschen eine Notwendigkeit gesehen haben für eine starke Sozialdemokratie. Und das hat uns ja auch stark gemacht. Und wenn ich jetzt, gerade gesehen, Hubertus ist gekommen und der kann da auch ganz viel zu sagen und viel mehr als ich, aber wenn ich sehe, was auf dem Arbeitsmarkt los ist gerade, wenn ich sehe, was in der Wirtschaftspolitik, in der Industriepolitik los ist, wenn ich sehe, wie wir in diesen Tagen über ChatGPT und Digitalisierung reden, so die Umbrüche der nächsten Jahre sind doch enorm. Also wie häufig ist schon so getan worden, als ob es keine SPD mehr braucht, weil alle großen sozialdemokratischen Fragen geklärt wurden.
Ich sage euch, das Gegenteil ist der Fall. Also alle Themen, die gerade da sind und die ich gerade angesprochen habe, nur von Überschriften her, sind doch sozialdemokratische Themen. Pack noch die Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen mit drauf, die dringend neu beantwortet werden müssen in dieser Gesellschaft. Und das zeigt doch, also zumindest für die nächsten 10 Jahre haben wir eine Existenzberechtigung. Also bin mir ganz sicher, dass da echt einiges ist, was die SPD noch zu tun hat. Und ich bin mir sicher, wir werden auch noch viele Aufgaben für die Zeit danach finden. Und dann kommt aber, Carsten, der eigentliche Punkt, den du angesprochen hast, die Frage, wie erneuern wir uns und wie schaffen wir das? Also gab ja immer die These auch mal, man könnte sich nur erneuern, wenn man keine Verantwortung trägt. Aber das ist falsch. Wir haben es übrigens gerade in Bremen bei Bowie gesehen. Du kannst Verantwortung haben und Macht für was Gutes einsetzen und trotzdem sehr, sehr lange an der Macht sein. Und das muss ja der Anspruch sozialdemokratischer Politik auch sein, dass wir sagen, von Platz 1 uns oder auf Platz 1 uns erneuern. Aber da dürfen wir halt nie stehen bleiben. Es darf nie ritualisiert sein. Es darf nie so ein zufriedenes Zurücklehnen geben und sagen, wir haben das jetzt gerade geschafft. Ja, ich meine, manchmal macht mich das auch kirre an meiner Partei, dass wir manchmal diese 5 Minuten vergessen, wo wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, super, das waren wir gerade, das haben wir durchgesetzt. Ich habe, Hubertus, weil du da sitzt, die Anekdote muss ich einfach erzählen, aber ich weiß noch, wie ich als junger, dynamischer Abgeordneter in so eine Ortsvereinsversammlung kam, als wir gerade den Mindestlohn beschlossen hatten. Ja, war ein riesiger Erfolg. Ich war stolz, jetzt habe ich es wieder fast gesagt, war wahnsinnig stolz. Und dann komme ich da rein. Und dann komme ich da rein und die gucken mich an wie bei so einer Trauerfeier. Ich sage, was ist denn los? Ja, so viele Ausnahmen beim Mindestlohn und so. Weißt du, das ist typisch Sozialdemokratie. Dafür liebe ich meine Partei. Das ist immer die Frage, was müssen wir noch besser machen? Aber ich rate meiner Partei, dass wir nicht vergessen, uns diese 5 Minuten auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das waren wir. Ohne uns hätte es das nicht gegeben. Ohne uns hätte es das nicht gegeben. Und dann... Nach 5 Minuten können wir gerne darüber reden, was wir als nächstes für die Menschen rausholen in diesem Land. Und da wird uns immer was einfallen. Und insofern, Carsten, glaube ich, braucht man gar nicht so ein Patentrezept für die Antwort, was machen wir für die nächsten 320 Jahre, damit wir die erreichen, sondern einfach so bleiben, wie wir sind, aber auf der Höhe der Zeit. Das ist, ja, aber du hast ja 2 Punkte benannt, die finde ich ganz nah ans Patentrezept rankommen. Das eine ist regieren, weil ich würde es ehrlicherweise noch zuspitzen, ich kenne keine Partei, die sich in der Opposition erneuert hat. In der Opposition schreibst du bunte Papiere und malst dir die Welt, wie sie sein könnte. Und dann kommst du in, sozusagen, dann regierst du und stellst fest, ups, ist doch ganz anders. Und dann fängt die Erneuerung an, sozusagen. Und den Prozess haben wir und das ist insofern ganz sinnvoll und gut, dass wir regieren, weil das ist der eine Punkt. Der zweite ist diese Unzufriedenheit. Also natürlich verstehe ich das mit den 5 Minuten, aber ehrlicherweise dann nach wieder unzufrieden zu sein, ist doch der Grund, weiterzumachen. Es wird doch ganz furchtbar, wenn wir sagen, jetzt haben wir es geschafft, Haken dran, der Sozialstaat ist optimal, er kann nicht mehr verbessert werden, Hubi dankt ab, geht zurück nach Niedersachsen, macht einen Bauernhof auf, wir brauchen dieses Ministerium nicht mehr, alle sozialen Probleme der Welt sind gelöst. Das Schöne ist doch, dass die Vorstellung der Sozialdemokratie von dem, was wir als unsere Werte ausmachen, so fundamental sind, dass wir sie gar nicht erreichen können. Genau, und ich hatte heute ein Interview, kann ich sagen, da bin ich gefragt worden, ob man sich nicht, also weiß nicht, ob das irgendwer schon mitbekommen hat hier im Raum, aber wir diskutieren gerade in der Koalition über ein Heizungsgesetz. Und sag mal, erzähl mal was. Doch, also falls hier, sondern da bin ich gefragt worden, ob man sich nicht diese große Koalition zurückwünscht. Und ganz ehrlich, ich meine, ich habe die Große Koalition als Generalsekretär begleiten dürfen und das war schwierig, weil du hattest einen Koalitionspartner, der was verändern wollte und einer, der stand auf der Vollbremse. Und mir sind lieber 3 Koalitionspartner, die was verändern wollen und über den Weg streiten und gebe zu, dieser Streit könnte manchmal ein bisschen leiser und ein bisschen so unanstrengender sein, aber lieber 3, die sagen, wir wollen das Land verändern und wir gucken mal, wie der beste Weg ist, als einen, der sagt, nö, ach, verändern müssen wir gar nichts. Und die Sozialdemokratie, die brennt und sagt, auf nach vorn. Und dann steht da einer und sagt, nee, bleib mal hier bei uns auf Null stehen. Also das ist schon ein Unterschied, den du da im politischen Stil auch merkst. Und ich meine, wir sehen doch gerade auch, was das Nichthandeln die letzten Jahre uns manchmal an Kraft kostet. Wenn wir bei Digitalisierung, bei Infrastruktur, bei vielen anderen Sachen hinterherhängen. Also und ich habe das ja auch gerade so halb ironisch gesagt. Manchmal ist es natürlich so, dass ich sage, lass uns weniger unzufrieden sein, aber am Ende ist das der Antrieb. Weißt du, die einen wollen Macht und die Sozialdemokraten wollen die Welt verändern und wir müssen nur lernen, dass Macht eben dazugehört, wenn man die Welt verändern will. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir verinnerlichen müssen. Rascha, ich möchte dich zum Abschluss noch mal fragen. Wir haben es schon gehört, gestern wurde hier diese wunderbare Ausstellung eröffnet, 16 Frauen, sozialdemokratische Frauen aus 16 Jahrzehnten.
wurde mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation gemacht. Und das fand ich unglaublich wichtig, dass mal darauf hingewiesen wird, was für tolle Frauen auch schon in diesen 160 Jahren eine bedeutende Rolle in der SPD gespielt haben. Du bist auch eine Frau in der SPD, eine junge, eine mit migrantischem Hintergrund. Wie siehst du denn die SPD? Ich sage jetzt gar nicht in weiteren 160 Jahren, aber sagen wir mal in 30 Jahren. Wie wünschst du sie dir? Wie wünsche ich mir die SPD in 30 Jahren? Naja, wir sind schon ganz cool. Also, ich würde mir wünschen, dass die SPD weiter mutig ist, darin Menschen anzusprechen und dazu zu animieren, mitzumachen. Das würde ich mir für Sachsen besonders wünschen. Es gibt so viele tolle Leute, die wir alle in unserer Partei brauchen. Und mir begegnen immer wieder Menschen, die sehr, sehr gut darin sind, zu sagen, was ihnen alles nicht gefällt und was besser gemacht werden sollte und das ist alles doof. Und dann sage ich immer, okay, hier ist der Mitgliedsantrag, herzlich willkommen. Und jetzt kannst du was verändern. So, also ich versuche auch immer dann, die Leute irgendwie damit reinzuholen. Da würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen den Weg noch zu uns finden. Vielleicht haben wir in 30 Jahren dann eine große Feier dazu, weil wir, keine Ahnung, 500.000 Mitglieder noch dazu geholt haben. Das wäre doch mal schön. Nein, also ich glaube, die SPD in 30 Jahren ist eine SPD, die es sehr gut verstanden hat, die Diskussionen, die aktuellen Diskussionen ihrer Zeit, egal auf welcher Ebene, zu gestalten und zwar ohne Angst, sondern mit Zuversicht und mit Lust auf das Morgen und ohne Angst vor dem Morgen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das soll das Schlusswort gewesen sein, ohne Angst vor dem Morgen. Vielen Dank, Rasha Nasser, vielen Dank, Lars Klingbeil, vielen Dank, Christina, für dieses wunderbare Panel. Und ich freue mich jetzt, dass wir erneut das sozusagen wunderbare Ensemble Mria hören, sozusagen geflüchtete Musikerinnen aus der Ukraine, die hier nach Deutschland gekommen sind und hier eine Möglichkeit gefunden haben, tatsächlich weiter Musik zu machen. Wir hatten sie im letzten Jahr schon bei einer Veranstaltung des Kulturforums dabei. Ein ganz tolles Projekt, über das zu informieren, sich auch hinterher lohnt. Wir freuen uns auf Mria. Weiterhin viel Spaß.